Mein Team. Moi Team. Mein Team. Moi Team. Mein Team. Squadra Ima. Mein Team. Mein Team. Dein Team. Mein Team. Finde jetzt dein Team. Der Weg zum Klassenerhalt ist für die SG Barockstadt nicht mehr weit. Heute das Hessen-Derby gegen Kickers Offenbach und vielleicht macht man ja den nächsten Schritt zum Jubiläum von Patrick Scharf. Der Kapitän wurde vor dem Spiel geehrt für 300 Spiele im Trikot des TSV Lenhorts und der SG Barockstadt. Heute schon sein 302. Spiel, die Ehrung mit etwas Verzögerung, weil man das nicht auswärts in Trier und Worms machen wollte, sondern vor eigenem Publikum. Die Favoritenrolle klar verteilt, aber Offenbach von Anfang an nicht auf der Höhe. Wir gehen rein ins Spiel, das sind so knapp 40, 50 Sekunden gespielt erst und dann holt sich Owusu den Ball gegen Zitzelsberger und die erste strittige Situation, hier pfeift der Schiedsrichter gar nicht und nach 10 Minuten dieser Attacke von Zitzelsberger gegen Owusu, der nächste Fehler des Außenverteidigers und da gab es Gelb und damit war das Spiel für ihn beendet, denn sein Trainer holte ihn früh vom Feld. Aber dann die Schrecksekunde. Christian Gaudermann verliert hier den Ball gegen Lukas Hermes und dann kommt mit der 7 Rafael Garcia, Mike Feigenspahn und es steht 0:1, so ein bisschen aus dem Nichts, 23. Minute. Die Kickers vorne hier in Fulda und natürlich, keine Frage, riesen Jubel bei den mitgereisten Fans des OFC, denn die Kickers machen sich ja weiter Hoffnung auf einen Aufstieg in die dritte Liga. Aber die SG Barockstadt, die bislang noch kein Heimtor 2023 erzielt hatte, super drauf. Achtung, zwei Bälle im Bild, aber der zählt von Moritz Reinhardt. Langer Einwurf, Owusu mit super Überblick und da steht Marius Löbig. Und da ist der Ausgleich, 30. Spielminute. Marius Löbig nach 4 Monaten Verletzungspause wieder in der Startelf und gleich erfolgreich mit seinem Tor zum 1:1. Wie gesagt, 30. Minute, sollten 7 tolle Minuten folgen. Gleich hinterher die nächste Situation. Ein einfacher Abstoß, schwach gemacht von Offenbachs Torwart Richter. Erik Ganime fängt den Ball ab und dann kommt wieder Marius Löbig über links. Setzt sich durch, bringt den Ball in die Mitte. Konfusion und Moritz Reinhardt ist da mit dem Kopf. Das 2:1, der zweite ehemalige Offenbacher, der trifft in diesem Spiel. Spiel gedreht, innerhalb von 180 Sekunden liegt die Barockstadt mit 2:1 in Führung. Und jetzt kommt die Szene des Tages, die Szene, ja, vielleicht des Jahres. Schaut euch das an. Das ist erstmal Aaron Frey, er spielt den Ball nach draußen, Leon Pomnitz mit der 16, da bietet sich Marius Löbig an. Achtung, er umspielt gleich. Kriegt er den Ball hier? Den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften und mit dem Torwart den sechsten. Und es steht 3:1. Was für ein Solo von Marius Löbig. 37. Minute, 3 Tore für die Barockstadt innerhalb von nur 7 Minuten. Was eine Phase, was eine Halbzeit. Die Fans im Stadion außer sich, super Laune, super Stimmung hier. Das hat man lange nicht erlebt, was hier im Stadion heute abging. Aber vor der Pause noch eine kleine Schrecksekunde. Da haben wir die 45. Minute, wieder Rafael Garcia und Samuel Zapico, wie schon zuletzt in Worms, zur Stelle. Gute Parade des Keepers, es bleibt beim 3:1 zur Pause. Erste Szene der zweiten Halbzeit, Auswechslung von Marius Löbig. Für ihn kam Robin Fabinski und er holt sich den Applaus ab, völlig verdient von den Zuschauern. Freistoß Leon Pomnitz, Kopfball Moritz Reinhardt. Ja, ein bisschen über den Scheitel streichen lassen und dann wäre vielleicht hier das 4:1 für die Barockstadt drin gewesen. Aber so lief das. Schaut euch diesen Kampfeswillen an. Die holen sich den Ball. Und dann kommt Aaron Frey auf Robin Fabinski. Das ist super. Nein, das ist natürlich Tobias Göbel. Und dann kommt Robin Fabinski. Super Konter, schnelles Umschaltspiel. Die Möglichkeit, der Ball von Almir Sigar raus zu Owusu. Die nächste Chance zum 4:1 und Richter verhindert das Tor für die Mannschaft aus der Barockstadt. Und das war's dann. Die SG Barockstadt schlägt Kickers Offenbach mit 3:1 und hat jetzt 13 Punkte Vorsprung Richtung Abstiegsplätze.